Ja, also ihr seid alle wieder in dem Raum, nennt's mal Vorkammer, sicher und wohlbehalten zurückgekehrt, seid aber auch nicht wirklich weitergekommen. Back in Business. Ist der Prof auch wieder wach? Der Prof ist noch nicht wach, ne? Ja, okay, also ich gehe mal davon aus, dass Linda ihn auch verarztet, also mit dem Riechsalz Ja, und nee, das macht die nicht. Stimmt, der hat es halt noch gar nicht durchgespielt. Machst du das, Ja, Linda? Ja. natürlich. Okay. Sehr schön. Ja, also der Professor erwacht dann auch kurz danach wieder aus Ich seiner Trance. guck zu Curly und dem Professor wie, wieder diese Präsenz. Ja, wieder irgendwie einen Traum gehabt, komischerweise. Also irgendwas ist, als flößt dir da jemand irgendwelche Gedanken ein. Ja, es könnte eine Art Präsenz sein. Wie können wir uns davor schützen? Wir kommen Ich ja. habe da mal was gehört Baby. von wegen Alufolie. Alufolie. Man sich einen Hut bastelt aus Alufolie und dann ist man da Schwein. sicher. Alufolie ist noch gar nicht erfunden. Ach, okay, Entschuldigung. Lametta. Wir weben uns was aus Lametta. Das sind die 20er. Eine Lumbalpunktion wäre durchaus eine Möglichkeit. Diese Präsenz, die ist einfach im Kopf, richtig? Also man hört sie nicht über die Ohren, sondern sie ist Es irgendwie ist ein Geistwesen, ja. einfach da. Ich muss mich korrigieren, es gibt schon Alufolie. Entschuldigung, angenommen. Doktor. Der Doktor ist ja auch nicht allwissend. Nein, von hier kommt Ja. aus Deutschland, da gibt es ja sowas noch nicht. Dr. Schnackels. Ja, genau. Wir Deutschen sind aber ganz hinten in der Zeit, was von Wissenschaft angeht. Ne? Das ist. kam nur aus der Schweiz, ist glatt nebenan halt, ne? Okay, alles klar. Naja, gut, okay. Aber um weiterzukommen, also ich weiß jetzt nicht, wie man sich dagegen schützen kann. Jetzt trifft er einen halt auch. Ja, da hinten waren so zwei bläuliche Löcher im Boden und so seltsame Pflanzen in der Ecke. Was denn für Pflanzen? Bin ich eigentlich mittlerweile wieder wach oder bin ich Ja, doch. bist du. Ja. Ah, okay. Ja, so wie so pyramidenähnliche Pflanzen. Also Ich denke. ich konnte das nicht von diesem Durchgang aus sehen. Ich bin halt nicht in den Raum reingegangen. Ich denke, dass das nicht so zwingend ein. Ich konnte diesen Blick nicht erhaschen, weil ich zu schnell weggetreten bin. Aber ich würde fast vermuten, aufgrund Ihrer Beschreibung, dass wir da nicht so wirklich in unserer Welt mehr noch sind. Aber möchte da wirklich noch mal jemand reingehen? Eigentlich nicht. Also ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich der Meinung bin, das hilft uns weiter. Ja, kein Schalter oder irgendwas. Aber der Raum ging auch noch nach links noch weiter, ne? Ja, und ihr konntet die bei diesen kegelartigen Pflanzen. Ihr konntet den kompletten Raum jetzt nicht euch ansehen. Es schien da noch einen etwas dunkleren Bereich zu geben, was eventuell auch ein Gang sein könnte. Ich bin der Meinung, dass die Lösung hinter diesem Portal liegt. Weswegen sollte es sonst hier sein? Wenn dahinter nichts von Wert wäre. Herr Professor, wenn Sie jetzt noch mal durchschreiten würden und wenn diese Präsenz noch mal zuschlägt bei Ihnen, dann bedeutet das, dass immer, wenn man diesen Raum betritt, dass es zugeschlägt. Aber wenn es jetzt nicht mehr zugeschlägt, also wenn es jetzt nicht mehr bei Ihnen zuschlägt, dann bedeutet das, dass Sie jetzt erstmal anscheinend immun dagegen sind. Das sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Alles klar. Ich drehe mich wieder rum und trete wieder da durch. Ich gucke durch das Portal zu, was mit ihm passiert. Ja, also der Professor schreitet wieder behende, Bist du zackig weit? voran. Der Doktor guckt mit seinem Oberkörper in das Portal rein. Und in der Tat, diesmal passiert nichts. Ich drehe mich rum und gebe ihm einen Daumen hoch. Peter, man hört Okay. dich nur ganz schlecht jetzt.
Okay, jetzt ist besser, so, ja. So besser. Ja, mein Mikro war mir ein wenig abhanden. Okay, dann, Professor, ich werde jetzt gleich zu Ihnen kommen. Sollte ich mich seltsam verhalten, dann buxieren Sie mich bitte wieder in die Arme von Frau Everwood, denn die hat das Heilmittel. Natürlich. Ich drehe mich dann zu den beiden Mädels und dem Curly um. Ich werde jetzt den Professor folgen. Wenn der Professor mich gleich zurückbringt, dann hat es mich auch erwischt. Ich halte und das Riechsalz bereit. Dann nicke ich mir quasi selbst nochmal Mut zu und dann trete ich durch dieses Ding durch. Du trittst an die Seite vom Professor und nö, ist eigentlich, also es ist, fühlt sich ein bisschen unwohl, weil diese von diesen Ringen geht halt ein außerweltliches Gefühl geht halt davon aus und diese Gebilde am Ende des Raumes, die machen dich etwas nervös, aber ansonsten ist von dieser fremden Präsenz jetzt nicht zu merken. Okay. Das ist schon mal gut. Also ich merke nicht, dass, also ich kann auch bis 3 zählen. Meine Gedanken sind auch noch meine eigenen. Also von daher, Professor, anscheinend war es erstmal mit ihm beschäftigt hier, mit ihm und dem Curly. Ich denke auch. Dann gehe ich zu diesem blauen Durchgang durch und strecke meinen Arm durch mit dem Daumen nach oben. Und dass sie halt hinterherkommen sollen. Und zack, fällt der Arm ab. Ja, das kannst du ohne weiteres tun. Das kannst das Signal geben. Ja. Alles in Ordnung. Schaue in die Runde. Und was machen wir jetzt? Na, ich würde sagen, die Damen gehen vor und ich folge. Als Rückendeckung? Natürlich als Rückendeckung. Mhm. Ich zeige ganz stolz meinen Schürhaken. Der wartet, bis die durch sind, geht er nach oben, klettert durchs Fenster und haut ab. Ich weiß. Welche Dame möchte es denn wagen? Ich möchte nochmal an diese geheime Treppe erinnern. Dann nimm sie. Nicht alleine. Was denn jetzt? Ja, nicht alleine. Also ihr könnt jetzt keine Gespräche zwischen zwei Räumen führen. Also das lässt das Portal das nicht zu. Klar. Aber auch gut zu wissen. Ich atme durch und gehe in den Raum rein. Auch du kannst passieren. Findest ja, aber dieses Durchschreiten findest du aber sehr interessant aus wissenschaftlicher Sicht. Kannst dir eigentlich die Funktionsweise, warum das so ist, nicht erklären. Da hast du völlig recht. Ich glaube, über den Punkt waren wir schon hinaus. Aus wissenschaftlicher Sicht würde ich aber gerne diese Pflanzen näher betrachten. Ach, sehr gerne doch. Noch nicht anfassen, aber ich würde mal. Ich folge Frau Everwood mich auch. Das würde mich auch interessieren. Wäre es nicht vielleicht sinnvoll zu warten, bis alle durch sind erstmal? So. Wenn man Platz am Portal. Ja, die fangen erst an zu schreiten, dann wäre erstmal Keiko am Zuge und Curly käme, würde das Schlusslicht bilden. Genau. Bevor irgendwas anderes passiert. Ja. Ich würde dann zu den Steinkreisen rübergehen und sie mir anschauen wollen. Mhm. Kann ich noch was anderes machen, bevor wir losschreiten? Ja, ich seid ja erst im Schreiten inbegriffen. Jetzt werden erstmal Keiko und Curly am Zug. Du darfst jetzt noch ausschreiten. Ja, weil ich würde kurz zurückgucken durch das Portal und sagen, ich glaube, ihr könnt kommen. Okay. Ich war ja schon mal da. Hebe so etwas resigniert die Schultern und kommen Sie, Miss Kane, sonst waren Sie doch auch immer so motiviert. An der Seite des Professors. Frage mich ein bisschen, wo Keikos Skepsis auf einmal herkommt. Ja. Ich ziehe eine Fleppe und gehe durch. Eine Fleppe. Und gehe durchs Portal. Ja, steht jetzt alle in diesen
Ich möchte doch meinen recht beunruhigenden Raum, weil das alles irgendwie so ein bisschen außerweltlich auf euch einwirkt. Ist das denn tatsächlich ein geschlossener Raum oder ist das mehr so... Ja. Könntest du jetzt den Raum ein bisschen aufdecken? Wir sind ja alle drin und können... Mehr sowas wie mit Himmel oder so. Oder ist das tatsächlich ein Raum? Also hier geht's, scheint's weiter zu gehen. Irgendwie ums Eck. Und dieser Bereich ist... dazu müsste man näher an die Gebilde rantreten, um da mehr erkennen zu können. Das würde ich gerne tun. Oh. Also ja, gerne. Genau. Würdest du einfach vorbeilaufen wollen oder würdest du diese Gebilde dir ansehen wollen? Das sind ja diese Pflanzen, oder? Aus der Entfernung scheinen es Pflanzen zu sein. Ja, dann möchte ich aber gerne... Aber du kannst es nicht wirklich erkennen. Wenn ich denke, es sind Pflanzen, möchte ich da näher hingehen und einfach die erste da in der Reihe, in der Dreierreihe, angucken. Also hingehen und drauf gucken. Da, ne? Und gucken, ob ich bestimmen kann, welche Pflanze das ist. Und Heinrich begleitet sie wegen dem gleichen Interesse. Genau, ich ziehe aber trotzdem meinen Degen, erstens zum Proben sammeln und zweitens grundsätzlich alles gefährlich hier. Wentworth, möchtest du zwischen die Steinkreise treten oder erstmal den oberen Steinkreis ansehen? Aber wenn du mich so fragst, drehe ich natürlich dazwischen. Okay, so, dann handeln wir das eben kurz ab. Ja, Linda und Heinrich treten an dieses erste Gebilde heran. Und leider offenbart sich jetzt in einem etwas besseren Licht und dem geringeren Abstand doch etwas eher Beunruhigendes. Und zwar seht ihr Gesichter. Riesige, irisierende Zapfen, 10 Fuß hoch und 10 Fuß breit und aus einsamen, schuppigen, halb elastischen Stoffen zusammengesetzt. Von ihren Scheitelpunkten ragen 4 flexible, zylindrische Elemente hervor, die jeweils 1 Fuß dick sind und eine raue Substanz wie die der Zapfen selbst aufweisen. Diese Elemente sind manchmal fast komplett komprimiert und erstrecken sich manchmal bis zu einer Entfernung von etwa 10 Fuß. An 2 von ihnen enden enorme Krallen oder Zangen. Am Ende des oberen Drittels des Oberkörpers befinden sich 4 rote, trompetenartige Anhänge. Der 4. endet in einem unregelmäßigen gelblichen Globus mit einem Durchmesser von etwa 2 Fuß und 3 großen dunklen Augen entlang eines Mittelumfangs. Über diesem Kopf stehen 4 schlanke graue Stiele mit blütenartigen Gliedmaßen, während sich an seiner Unterseite 8 grünliche Antennen befinden, an denen Tentakeln baumeln. Die große Basis des zentralen Kegels ist mit einer gummiartigen grauen Substanz umringt, die die gesamte Einheit durch Expansion und Kontraktion bewegt. Also das Ding pulsiert. Es ist einfach aus eurer Sicht so abscheulich fremdartig, dass ihr auf Sanity würfeln müsst. Danke, weil ich hatte schon echt Probleme, mir das vorzustellen, was du mir da beschreibst und dachte... Ja, ich habe leider ein Bild, aber das habe ich leider nicht hochgeladen. Aber Nina, das ist schön, dass ich damit nicht alleine bin. Ja, bei mir war es jetzt auch, es war auch ein bisschen too much. Aber ich glaube, das soll es ja auch sein letztendlich. Ne? Ja. Kannst du das Bild im Discord? Der Verstand kann es nicht erfassen. Kannst du das Bild im Discord eben zeigen? Ich kann da mal ein Foto von machen, das schicke ich mal in die WhatsApp-Gruppe. Ja, oder so. Und jetzt... Sanity-Wurf. Ja. Wer denn alle? Nein, nur die... Erstmal haben es nur Linda und Heinrich gesehen. Ihr seid doch zu weit weg, um da mehr erkennen zu können. Sanity ist Stabilität, ne? Das ja. Nicht geschafft. Geistige Stabilität, ja. Ach, super. Beide nicht geschafft? Nee, auch nicht geschafft. Sagt mir mal bitte eure Sanity-Werte. 43. 68. Okay, Heinrich, der... Okay, ja. Dann bitte ihr beide mal... Also ihr findet das unfassbar schrecklich und unfassbar eklig. Einmal jeder 1W6 bitte.
Okay. Oh, Glück gehabt. ich greife Frau Everwood an die Schulter und ist das widerlich. Nicht so nah ran, das... Oh. Ja, ich bin schon automatisch einen Schritt rückwärts gegangen. Heißt das eigentlich, dass wir uns da jetzt die Punkte abziehen? Die müsst ihr abziehen, ja, genau. Ja, ja, gut. Ich bin schon zurückgegangen und ich gucke zwischen Herr Dremmler und diesem Ding irgendwie so hin und her und weiß auch nicht. Das sollte man nicht drangehen, das ist nicht gut. Eine Stimme penetriert euren Geist, also den von Heinrich und von Linda. Ah, ihr nähert euch eurem Ziel. Das ist der Reiseraum und dies sind, so wie sie sich selbst gerne sehen und nennen, die große Rasse der Yeet. Es sind Zeitreisende, die ihren Geist in die Vergangenheit und Zukunft aussenden. Die Körper haben sie vor Millionen von Jahren euren Vorgängern entrissen. Die Portalsteine auf dem Boden führen euch in die tiefsten Tiefen eurer wahrnehmbaren Dimension. Der Preis wäre nur euer Verstand. So schnell diese Stimme gekommen ist. Der Eintritt kostet den Verstand. Ich drehe mich ganz langsam zu Professor Avebury um. Und plötzlich auch in die Scheiße reiten, ne? Und frage ihn, was er vorhat. Also das sind jetzt 5 von diesen Dingern, ja? Ja, aber ihr habt die Stimmen nicht mitbekommen und für euch sind es einfach eher Gewächse. Ja, ja, ist okay. Große Gewächse, sehr große Gewächse, aber. Kann ich eigentlich bei den Steinen mittlerweile, wenn die da rumhantieren, irgendwas erkennen oder? Was möchtest du denn machen an den Steinkreisen? Ich möchte die Steinkreise an sich erstmal untersuchen, ohne natürlich reinzutreten, ne? Also die Kreise scheinen aus dem gleichen Metall zu sein wie der Rahmen und auch das Licht, da kannst du jetzt keine Unterschiede ausmachen. Dahingehend, wenn du da logisch schlussfolgerst, scheinen das auch irgendwelche Arten von Portalen zu sein, dessen Ziel du aber einfach nicht ausmachen kannst. Okay. Ich drehe mich zu den anderen um und ich bin so ein bisschen kreidebleich, also angewidert kreidebleich. Ich fasse mir an den Schädel, ich hatte gerade eine Stimme im Kopf und sie sprach zu mir und sagte, dass diese Wesen dort, dass es wirklich Wesen sind, Zeitreisende, die große Rasse von Yeet. Und dass diese Portale, wenn man dort nach unten durchgehen würde, anscheinend den Verstand kosten würde, weil sie außerdimensionär wären. Ich gucke Professor Avebury sehr Wesen? Verzweifelt an und schüttel den Kopf. Wesen? Welche Wesen? Ich trete näher. Okay. Professor, nicht. Ich würde da nicht zu nah rangehen. Zu spät. Neugierig. Der Professor, du kannst es erst gar nicht richtig begreifen, weil dieses Gebilde aus Tentakeln, aus geometrischen Figuren, aus irgendwelchen Auswüchsungen, dessen Text ich ja vorhin vorgelesen habe, dich einfach deines Verstandes nicht greifbar ist und auch du müsstest eine Sanity-Probe ablegen, Professor Avery. Schon dabei. Ich glaube, die habe ich tatsächlich nicht bestanden. Ne, 62. 62, okay. Dann ebenfalls, also dich packt das nackte Grauen und würdest dir fast wünschen, du hättest auf sowohl Linda als auch Heinrich gehört. 1W6 bitte. Eine 3. Ja, also das, es nackt an deinem Nervenkostüm, ja. Und du siehst vor allen Dingen auch, dass sich diese 5 Körper... Großer Gott! Aufblähen und wieder in sich zusammenziehen. Es scheint irgendeine Art von Leben in diesen Körpern zu sein. Sonst gibt's aber keine Reaktion von diesen Wesen. Möglicherweise sollten wir... Also ich trete auch entsetzt von diesen Viechern zurück.
und frage mich dann, nachdem ich mich ein bisschen gesammelt habe, wo eigentlich der Weg da oben hinführt. Ja, ich bin ja bisher sehr passiv gewesen in diesem Raum, weil ich bin nämlich in Richtung dieses Ganges gegangen mit meiner Öllampe in der Hand und habe schon mal so um die Ecke da oben gespingst. Keiko folgt mit dem Schürhaken in der Hand. Sehr gut. Toll, jetzt habe ich Abenteuerland im Kopf, ne? Passt ja auch zur aktuellen Stimmung. Du hast das ja auch selber gesungen. Das ist doch selber ja. Cool. Ich mag ja auch pur. Es handelt sich um einen Mittelgang, der wiederum in zwei Richtungen abzweigt. Alles nackter Fels. Sandiger Boden. Also wir sehen da quasi, also ich sehe da quasi nur Gang. Richtig. Gut, dann würde ich mich ja langsam und vorsichtig weiter vorwagen bis zu dieser ersten Kreuzung und mal reinluren, ob man da irgendwas sehen kann. Okay. Keiko folgt auf dem Fuß, nehme ich an. Ja, die muss mich ja verteidigen. Frage noch zu dem Boden. So sandig, dass man etwas hineinmalen könnte oder nur sandig im Sinne von staubig? Also na, das ist schon wirklich ein naturbelassener Boden, ausgetretener Boden. Da kannst du mit dem Finger vielleicht nicht, aber mit einem Gegenstand könnte man da Zeichen oder ähnliches reinritzen. Ja, dann würde ich an dem Punkt, wo der Avatar jetzt gerade steht, am Rand mit dem Schürhaken ein Kreuz auf den Boden kratzen. Okay. Hast du so mitgetan, ja? Kann ich das hier sogar einzeichnen? Ich bin mir nicht sicher. Ich halte mal fest, dass da jetzt ein Kreuz auf dem Boden markiert wurde von dir. Ja, die noch geschockten Herrschaften, was sind eure Ambitionen? Ich taumel mal den beiden hinterher. Prinzipiell auch erstmal so weit wie möglich von diesen Dingern weg, also auch noch Richtung Gang. Willst keine Probe nehmen? Also da gäbe es genug Möglichkeiten, ne, für Körperflüssigkeiten. Nein, danke. Aber ich würde trotzdem die Dinger noch nicht aus dem Auge lassen, also ich würde sie immer noch anstarren. Nicht so prüde, ne? Weil sie halt so. Weil jetzt aus der größer werdenden Entfernung heraus scheinen sie für dich nur noch halb so schlimm zu sein, weil du sie nicht mehr wirklich sehen kannst. Da kann man ja nochmal hingehen. Ja, kurz zurück. Tentakel Love. Ja, ich bleib da erstmal stehen und starr sie trotzdem an und. Hohes Haus. Okay. Heinrich? Ja, ich folge natürlich dann auch, nachdem ich mich von diesem Ekel abgeschüttelt habe. Und also nach unten ging es da auch noch weiter, ne? Also zumindest geht's hier auf jeden Fall noch. Also, wartet, ich markier's mal. Da geht's. Ach, da ging's noch weiter, okay. Ja, aber da müsste ja das Heimräumen vorbei. Ja, also man kommt denn schon recht nahe. Ich habe da kein Bedürfnis, näher ranzugehen. Wann kommt man denen so nahe, wie wir jetzt gerade waren? Also, oder muss man... So eine Armlänge. So eine Armlänge. Deren Arm reicht quer durch den ganzen Raum, wenn sie wollen. Ah, okay. Ja, wir waren ja jetzt auch auf, also mindestens Armeslänge bei denen dran, oder? Ja. Wir standen ja direkt, ja. Genau. Ja, wenn... Die Stimme sagte ja, dass die ja aktuell am Zeitreisen sind. Die sind gerade quasi... Was? Ach, also laut sind, der, die fünf sind wir fünf. Laut der mentalen Stimme ist der Geist dieser Yid sind auf der Reise, befinden sich auf einer Zeitreise. Ich habe nur das so verstanden, dass die prinzipiell Zeitreisen sind. Ja, habe ich auch so verstanden. Die sind jetzt gerade hier.
Aber die sind jetzt gerade im Moment sozusagen in unserer Welt geistlos, weil der Geist gerade in einer anderen Zeit ist. Also vielleicht hat in die Stimme Zeit gesagt. In unserer Dimme, also auch an dem gleichen Ort, nur in einer anderen Zeit. Ist jemandem von euch aufgefallen, dass das 5 sind und wir sind auch 5? Nee, nur 10. Ist es Zufall, Fragezeichen? Ah. Das geht im Moment noch über meinen Verstand hinaus. Ich kann damit noch nicht. Solange wir da oben andere Wege haben, wo keine Viecher vorstehen, nehme ich erstmal die. Ja, aber ich. Okay, will... Na ja, gut. Ja, bitte, bitte. Erhelle mich. Ich unterhalte würde... mich. Da sie uns nichts getan haben, als wir direkt vor ihnen standen, wüsste ich jetzt nicht, warum wir uns nicht da hindurch wagen sollten. Ja, wartet mal ganz kurz eben, ich muss leider diese dämlichen Kopfhörer wechseln. Moment bitte eben. Weil einfach... Ach nee. Ja, aber jetzt gerade sehen sie nicht mehr so widerlich aus. Aha. Kannst du es nochmal wiederholen bitte, Nina? Jetzt gerade sehen sie nicht mehr so widerlich aus. Willst du noch einen Sanity-Wurf machen? Nee, also der Schrecken ist beim zweiten Mal nicht ganz so hoch. Okay. Ja, ach, nicht ganz so hoch, okay. Ihr seid ja vorbereitet jetzt. Also, was wolltet ihr machen? Ich gucke Herr Dr. Tremler an und sag, wollen wir nicht dadurch? Ich habe noch gar etwas gesagt. Also ich würde nicht dort unten vorbeigehen, wenn ich erstmal andere Wege habe. Wenn ich keinen anderen Weg mehr habe, dann muss man da durch. Aber. Jetzt würde mich da nichts durchtreiben. Das war mir gerade etwas zu widerlich. Und wir sollten uns doch nicht trennen. Ja, ja, ich habe ja noch nicht gesagt, dass ich alleine gehe. Weißt du so, weißt du? irgendwann werden schlimme Dinge in irgendeinem Keller passieren. Ich habe das so ein Gefühl. Ja, den Keller haben wir ja schon mal. Den kann ich doch jetzt hier. Das war auch eine Zeitreise, die ich jetzt gemacht habe, gedanklich. Ja, bitte, dann was ist eure Absicht? Begehr? Ja, ich folge den beiden, ne? Also, habe ich ja eben gesagt, ne? Also seid Studenten. Ja, natürlich. Alles klar. Ja, hat ja auch eine gewisse Aufsichtspflicht, ne? Und Bildungsauftrag. Genau. Ja, auch noch ein Bildungsauftrag, ja. So, Curly leuchtet hier nochmal lang. Ich sehe das wie so eine Klassenausflug, weißt du? Oder du treibst uns halt vor dich her. Ja, genau. Wie so Lämmer. Zur Schlachtbank. ja, Linda und Heinrich, die in einer regen Diskussion verstrickt sind, zu welchem Schluss kommt ihr? Wir gehen denen hinterher. Bin ein bisschen enttäuscht. Sag das dem Dr. Tremler. Also gut, diesen vernünftigen Typen. Sehr vernünftige Zündelmensch, ja, okay. Wenn ich sie anzünden darf, dann ist das was anderes. Hab ich dir das verboten? Nein, habe ich nicht. Aber dann wird es ja im schlimmsten Fall deinen künftigen Körper ja dann Ich wollte gerade sagen, nur um festzustellen... Das ist jetzt reine Spekulation. Curly, ja, du siehst jetzt drei Richtungen, in die du schreiten könntest. Ja, Keiko, ich sehe drei Richtungen, in die wir schreiten könnten. Mehr kann ich noch nicht sagen. Rechts, links, geradeaus. Wie ist denn deine Intention? Wir gehen rechts. Okay. Dann gehen wir. Ich mache noch mal ein entsprechendes Kreuz auf den Oben, Boden. Links oder unten? Oben. In unsere G-Richtung rechts, also oben, genau. Okay, alles klar. Pass doch mal auf. Die Truppe läuft den oberen Gang entlang. Keiko ist auf dem Fuße. Ich würde mal sagen, wir haben so zwei kleine Grüppchen so von der Reaktionszeit her gesehen. Und Curly
deckt einen weiteren Raum auf. Da steht nur ein einfacher Tisch drin. Auf dem Tisch ist auch nichts, was irgendwie von Interesse wäre. Und du siehst hier, dass zwei weitere Gänge abgehen. Das rechts ist aber nur eine Nische, richtig? Ja, genau. Das ist einfach eine kalte, nackte Nische. Ja, ich würde sagen, erstmal natürlich in diesen Raum reingehen, da wir ja keine Bedrohung sehen können. Da können wir uns erstmal sammeln und kurz beratschlagen, wie es weitergeht. Ja. Okay, also der Professor kann gerade noch sehen, wie Curly und Kaiko forsch in diesen Raum reinmarschieren. Ich bin so stolz. Ja. Passierte sonst noch was? Oder das hört sich so an, als mit dem Ich warte auf eine Reaktion. Ah, so, auch, okay. Könnte auch mutig sein und sagen, ich gehe nach links. Professor, ist es vorbei? Oder gehen Sie? Ich bin mutig, ich gehe nach links. Da passt wirklich nur so ein Körper. Also da kann man sich nur vorbei quetschen quasi. So schmal ist sind die Gänge. Ich sehe mir mal den linken Gang an. Wir treffen uns wieder hier. Okay, Heinrich, Linda, wollt ihr dem Professor folgen oder lieber den Studenten? Ich glaube, der Professor wollte nach unten. Ja, nach links. Also, ne, wenn ich da reinkomme, nach links, nach unten. Immer ach so, nach unten, Richtung. Okay. Alles klar. Linda verdreht die Augen. Und, Gut, die Körperhaltung kennen wir ja von ihr. Ne? Das ja, eben. Wie läuft Keiko hinterher? Da geht was, die will was von der Keiko. Schutz. Schutz. Ja, du siehst auch diesen nicht wirklich ansprechenden Raum mit den weiteren zwei Gehmöglichkeiten. Heinrich. Folge mal dem Herrn Professor. Nicht, dass der da uns verloren geht. Der will ein das. Weiser. Der will das doch. Weiser Plan. Aber Keiko hat wirklich so ein bisschen was Badass-mäßiges. Ne? So. Deswegen. Curly und Keiko? Ah, so, okay. So, wie machen wir jetzt weiter? Wo ist denn der Rest abgeblieben? Richtig, der fehlt. Wir sind in dem Gang runter. Warum? Also links, warum machen die das? Willst du eine ehrliche Antwort oder eine Vermutung? Ja, ich weiß es nicht, weil sie sind neugierig und wollen woanders hinlaufen als wir. Ja, aber was machen wir jetzt? Sollen wir hier warten oder sollen wir die suchen? Sollen wir hinterhergehen? Sollen wir selber gucken? Prinzipiell bin ich immer dafür und ich habe es auch so gelernt, dass man in der Gruppe zusammenbleibt. Natürlich heißt es dann, sich manchem zu beugen, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick für unnötig hält. Ja, aber. Genau, aber. Also heißt, wir suchen die anderen. Würde ich vorschlagen. Naja, suchen. Wir müssen einfach den Gang gegenüber nehmen. Einfach, du weißt, was hier schon alles passiert ist, Linda. Und noch passieren könnte. Ja, was sagt ihr zwei? Kommt ihr mit? Oder ja, natürlich. Nein, ja, da aber wir uns ja nicht trennen sollen. Ich reite immer wieder darauf rum. Ja, wir gehen mit. Gut, dann jetzt gehen schiebe wir ich aber die beiden Damen von mir her. Ich bin satt. Wir gehen Richtung Avebury und Tremler. Alles klar, sie dreht quasi um. Ja. Wer möchtest du voranschreiten, Linda? Ja, mach ich. Schön, dann drehen wir einfach mal die Reihenfolge hier um. So, ich denke mal, ihr kommt bis hier hin ungefähr. Also ihr beide kriegt mit, Professor und Doktor, dass der Rest der Gruppe
umgekehrt, sich umgedreht hat und nun euch folgen. Möchtest du weiter deinen Weg entlang laufen, Professor Avebury? Die Straße streitet fort und fort. Ja, plötzlich. Ich will auf jeden Fall mal um die Ecke gucken. Wir folgen dem Bilbo. Alles klar. Ich möchte gerne das Zeichen, was ich da in den Boden gekratzt habe, wegmachen und dann den entsprechend neuen Gang, den wir jetzt gehen, markieren. Okay, also du klingst dich kurzzeitig aus der Gruppe aus, um das Zeichen zu entfernen. Nee. Da, wo wir gerade rausgekommen sind, da hatte ich ja auch noch eins in den Boden gekratzt. Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Okay, also das entfernst du, alles klar, kein Problem. Musst dich zwar ein bisschen an Curly vorbeiquetschen. Hallo, wir sind schlank. Der will das. Ja, also ein bisschen quetschen muss schon... ein bisschen Reibung muss schon sein, ja. Genau, bisschen Körperreibung. Währenddessen schreitet der Professor den Gang weiter entlang und du merkst plötzlich diese altbekannte Präsenz, die wieder versucht, an deinem Geist zu nagen. Gott, hat die nichts zu tun? Anscheinend nicht. Ich hätte gerne einen Powerwurf von dir. 55. Meine Power liegt bei 60. Ja, du verscheuchst diese Präsenz mental. Und bist in der Lage, weiter vorwärts zu laufen. Und kommst hier in einen weiteren Raum, die sogar über Lichtquellen verfügt. Ja, es sind Kerzen, die auf den Boden gestellt worden sind. Der Doktor ist dir auch direkt auf den Fersen. Folgt ja auf den Fuße, genau. Der Rest der Gruppe folgt weiterhin den beiden. Ja. Nachdem ich den Raum markiert, also den Gang markiert habe, ja. Alles klar. So, dann ich laufe nur hinterher. Machen wir einfach mal das etwas einfacher, so als Gruppe. Professor Avebury, als Führer, möchtest du in diesen Raum betreten? Aber auf jeden Fall. Und mich umsehen halt entsprechend, ne? Weil da scheint ja der Tisch zu stehen. Ja, das sind auch Speisen zu erkennen, jetzt nichts Hochwertiges, mehr so Konservenfraß, der auch teilweise schon vertilgt worden ist. Da scheint jemand vor kurzer Zeit gespeist zu haben. Und dein Licht zeigt dir einen weiteren Raum an, den du aber noch nicht ganz überblicken kannst. Dazu müsstest du halt noch weiter in den Raum reingehen. Wie viele haben hier denn gespeist, vermutlich? Also es sind zumindest vier Kisten am Tisch zu sehen. Also es scheinen vier Sitzmöglichkeiten zu sein. Es ist schwer einzuschätzen. Aufgrund der Menge der Konserven oder der Speisereste könnten es schon 2 bis 4 Leute sein. Okay. Ja, also ich würde Stealthy dem Gang weiter folgen. Ja, alles klar. Möchte jemand dem Professor folgen? Ja. Sehe ich das richtig, dass am unteren Ende, also dass es ein geschlossener Raum ist, wo nur dieser Gang... Ja, guter Einwand. Hier ist ein weiterer Rahmen mit einem blauen Pulsieren. Es scheint sich um ein weiteres Wandportal zu handeln. Ich würde mir jetzt einfach mal orientierungstechnisch vorstellen, dass es ungefähr auch in den Raum gehen könnte, aus dem wir gerade gekommen sind. Kriegst du ohne weiteres aufgrund seiner Bildung Leue hin. Guck mal, gut, dass du nicht da runtergegangen bist, das hättet ihr euch alle sparen können. Aber das ist jetzt in meiner Vorstellung echt schwierig zu raffen. Es gibt 2 Eingänge mit blauem Licht.
die dahin führen. Okay. Und dann gibt es aber einen Ein- oder Ausgang, der gar nicht durch so ein blaues Licht abgeschlossen ist oder wie auch immer. Also da durch den wir jetzt einfach echt rausgegangen sind. Ja. Und wir wissen ja nicht, wo dieses neue Portal hinführt. Wir sehen es ja jetzt auf der Map. Du kannst deinen Kopf herüber strecken. Aber wir wissen ja gar nicht. Es könnte ja sein, dass wir wie durch einen Spiegel auf dem Dach landen oben. Ja, hast du recht. Danke. Gerne. Ich würde mal deinen Kopf durchstrecken. Ja, also du siehst in der Tat wieder diese grünen diese grünen Kegelgeschöpfe. Es scheint sich da um den Reiseraum zu handeln, von dem die Stimme gesprochen hat. Ich ziehe meinen Kopf zurück und äußere, ich wundere mich. Genau, also sehe ich das richtig. Wir haben halt zwei. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir jetzt wieder hier in diese, durch diesen Gänge in unserer normalen Welt sind. Obwohl wir durch kein Portal gegangen sind. Es sind irdische Gegenstände, also einfacher Tisch. Du bist jetzt gerade in einem Raum mit einem einfachen Bett und einer Kommode. Ja, ich würde die Kommode durchsuchen. Ja, findest wiederum einfache Wechselkleidung und aber sonst ist hier weiter nichts, ne? Zwei weitere schwarze Kutten. Ah, ja. Hier sind noch Kutten, falls jemand noch welche haben möchte. Ja, eine Wäscherei, eine Kuttenwäscherei oder sowas. Ja, dann gib mir mal bitte eine. Ja, bitte. Danke. Ich reiche weiter. Miss Kane? Kutte gefällig? Nein, danke. Kutte gefällig. Die sind auch nicht getragen, also die sind wirklich sauber. Sauber, genau. Nee, trotzdem nicht, danke. Okay. Ich hatte ja auch schon mal so eine Vision, ne? Ja. Ja. Ich denke da immer mal so weiter drüber nach und versuche das jetzt in Zusammenhang mit diesem Zeitreisen zu bringen und der Anzahl dieser komischen Wesen und unserer Anzahl und überlege, ob eben, also unser Geist, es ist natürlich völlig verwirrend für mich und es sind völlig diffuse Gedanken, ob irgendwie unser Geist quasi in der Vergangenheit ist und immer wenn wir so eine Vision haben, dass eigentlich unser Geist ist, der gerade wieder zu uns zurückkommt. Also und was da wieder dir, geht. Also dass das keine fremde Macht ist in dem Sinne, sondern... Also was dir und Heinrich schon so in den Sinn kommt, ist, dass die Stimme, die sich euch aufgezwungen hat, ähnlich forsch vorgeht wie die Präsenz, die euch zu den Halluzinationen verleitet. Okay. Ja, genau, das habe ich mir auch schon gedacht. Gut. Geh mal dem Professor hinterher. Ja, Professor ist hier fertig, der kommt quasi wieder zurück, in dem Raum ist nämlich nichts mehr. Du läufst dem Professor quasi fast in die Arme, weil die Gänge so schmal sind. Ach, hier ist nur einfach ihr euch vor Romantik. Hallo Miss Kane, also hier ist nur ein weiterer Schlafraum ohne großes Interesse. Wir kehren zurück und ich denke mal, wir sagen es den anderen auch, ne? Ist das Bett benutzt oder gemacht? Schwer zu erkennen, ist auf jeden Fall nicht gemacht. Die Einwohner sind wohl nicht so die ordentlichsten auf jeden Fall, also deswegen kann ich gar nicht konkret sagen, ob da jemand kürzlich drin geschlafen hat oder nicht. Also nochmal, wenn wir diesem Kuttenmenschen oben, den wir befragt haben, glauben, müssten hier unten drei Personen mindestens sein, richtig? Also die zwei Kuttenträger, die wohl auch Zugang nach oben und so weiter haben, um die Gäste nach unten zu bringen, plus Mr. Sidan. Genau, Sidi. Das habe ich auch so verstanden, ja. Mindestens. So, und hier an dem Tisch haben eventuell drei Personen gegessen und schlafen tut da aber nur einer.